Den spannenden Dreikampf eröffnete Vreni Schneider, die letzte Woche in Saalbach glänzende Abfahrts 8. geworden war. Diesmal fuhr die Elmerin auf Rang 16 und holte damit weitere wertvolle Weltcup-Punkte. Heidi Zeller-Bähler lag vor dem heutigen Rennen im Gesamtklassement nur 5 Punkte hinter der führenden Katja Seitzinger und erreichte heute den 7. Schlussrang, ihr zweitbestes Abfahrtsergebnis diesen Winter. Dann war die Reihe an der Deutschen Katja Seitzinger. Sie wurde Vierte und konnte ihre Führung im Gesamtweltcup leicht ausbauen. Der Vorsprung auf Zeller-Bähler beträgt jetzt 19, auf Schneider 63 Punkte. Große Siegerin aber wurde erneut die Amerikanerin Peekaboo Street. Die 23-Jährige realisierte im 8. Abfahrtsrennen der Saison den 5. Sieg und sicherte sich überlegen den Disziplinen-Weltcup. Im Anschluss an das Rennen erklärte Chantal Bournissen auf Ende Saison ihren Rücktritt. Die 27-Jährige gewann in ihrer Karriere 7 Weltcuprennen und wurde 1991 in Saalbach Kombinationsweltmeisterin.